Und nicht nur das. Sie ist außerdem die Heimat vieler wundersamen Wesen, die man Pokémon kennt. Man kann sie wahrlich überall antreffen, im Wasser, hoch in der Luft, sogar in Städten. Wir Menschen leben mit ihnen in Harmonie, geprägt von gegenseitiger Hilfsbereitschaft. Hier an der Traubenakademie streben wir danach, Pokémon noch besser zu verstehen. Dafür kommen wir mit Menschen aus allen Regionen zusammen, um gemeinsam zu lernen. Und als Trainer wachsen wir Seite an Seite mit unseren Pokémon, indem wir Kämpfe austragen. Das umfangreiche Lernplan unserer Akademie hilft Schülern dabei, ihr volles Potenzial zu entfalten. Bei uns wirst du nicht nur Freunde und Pokémon, sondern auch dein begrüßen zu dürfen. Dann herzlich willkommen wieder zu einem ersten Part zu Pokémon Purpur. Ich habe es mit meinem Bruder ein bisschen gespielt, aber meine Frisur und so weiter war ein bisschen anders, denn ich habe einfach nur, als wir zum ersten Mal Purpur gespielt haben, dann da war es kein Undercut, ne? Denn ich habe hier einen Undercut und das sieht bei mir passt es genauso gut. Aber bei mir selbst wird es so reichen, wenn ich hier mal spiele. Die Daten, die ich zum ersten Mal Purpur gespielt habe, die werde ich einfach nur weiter fortsetzen, wenn ich irgendwas gefunden habe, ne? Denn das Spiel kann ich jetzt nicht so wirklich, aber sowas wie Let's Go Pikachu und Evoli sollte es ein bisschen sein. Und das Treppen hoch und runter gehen war bei Let's Go Pikachu und Evoli einfach nur schwarz gebildet, ne? Das konnte man nicht sehen. Und deswegen wurde es ein bisschen besser gemacht. Wir sind Pokémon, Raff, wir sind Eichhörnchen. Name ist Nam, ganz klar. Na, wer ist das denn hier? Das sind ja ganz andere Pokémon. Ich kenne nur nie von Kanto, die meisten. Aber den Rest von der anderen Region wie Alola oder sowas ähnliches kenne ich jetzt nicht wirklich. Das Mama. Guten Morgen, Nam. Oh, du trägst ja schon deine Uniform. Nun, heute ist schließlich dein erster Tag an der Akademie. Ich freue mich schon so sehr für dich, mein Schatz.
aber leider musst du dich noch ein wenig gedulden, bevor es losgeht. Die Akademie hat sich eben bei mir gemeldet und gemeint, dass du noch daheim warten sollst. Offenbar ist es sehr Wichtiges noch nicht angekommen, dass du zum Einschreiben brauchst. Ding dong. Oh, na das klingt doch nach perfektem Timing. Schau bitte mal nach, wer da an der Tür ist. Na gut. Bitte entschuldigen Sie die Störung. Oh, du müsstest dann also Nam sein, richtig? Ich bitte vielmals um Verzeihung, dass sich deine Einschreibung so verzögert hat. Oh, aber ich habe mich ja noch nicht vorgestellt. Mein Name ist Klafel. Ich bin der Direktor der Traubenakademie. Na sowas, das ist ja der Direktor höchstpersönlich. Nun, immerhin bin ich für die Unzulässigkeiten der Akademie verantwortlich. Dass hier sie die Unterlagen, die ihr Sohn für die Einschreibung benötigt. Oh, das wäre nicht wirklich nötig gewesen. Darf ich Ihnen vielleicht eine Tasse Tee anbieten, wo Sie doch einen ganzen Weg hierher auf sich genommen haben? Nein, nein, machen Sie bitte keine Umstände. Ich mag keinen Tee, bitte nicht. Ich will keinen Tee haben. Nam, ich habe noch etwas mit dem Direktor zu besprechen. Bereite dich doch so lange in deinem Zimmer auf die Akademie vor. Vergiss deinen Beutel und deinen Hut nicht. Senö, Direktor, wenn Sie vielleicht Platz nehmen wollen. Gut, dann nehme ich Ihre Einladung dankend an. Einfach so hingehen. Ja, tatsächlich. Dein Zimmer ist oben. Bitte schenk mir keine Beachtung und bereite dich in der Ruhe vor. Niemand interessiert das. Kann ich einfach hier aufmachen? Nee. Aber eigentlich sollte ich ein Bad haben. Eigentlich. Hier ist das. Möchtest du so deinen Beutel und deinen Hut mitnehmen? Ja, aber Hut mag ich nicht so gerne. Nein. Eigentlich nicht, aber im Spiel eine Ausnahme. Sieht gut aus. Drücke den X-Knopf, um das Hauptmenü zu öffnen. Wählst du dort Speichern aus, kannst du den Stand deines bisherigen Abenteuers sichern. Ja, besonders hilfreiche Tipps für den Abenteuer kannst du dir jederzeit den Abenteuerfibeln durchlesen. Du findest sie in deinem Basti-Item deines Beutels. Mhm. Ja, ich glaube, das war. Lass mal gucken, oder? Gibt nicht? Achso, X ist das. Und wenn es gefällt, liked du das Video, abonniert den Kanal, damit die weiteren Videos und Livestreams nichts verpasst, ne? Oh, wunderbar! Gut schaust du aus, mein Schatz. Perfekt vorbereitet für den ersten Tag. Vorzüglich, so sieht dein Musterschüler unseres Akademie aus. Ach, was ist heute nun los mit mir? Ich habe ganz vergessen, dir das Wichtigste zu übergeben. Hier im Haus wäre es vielleicht etwas unpassend. Würdest du mir bitte nach draußen folgen? Mach ich. Ich frag mich, was der Direktor meint. Komm, lass uns auch nach draußen gehen. Ja, komm mit.
Wohlan, liebe Pokémon, euer Moment ist gekommen. Oha. Es ist Tradition, neuen Schülern der Akademie ein Pokémon zu überreichen. Du kannst selbst entscheiden, welche dieser drei Pokémon dir als Partner zur Seite stehen soll. Das ist Felori, der Flora-Katzen-Pokémon. Lori. Das ist Krokel, der Feuer-Kroko-Pokémon. Krokel so. Kro. Und zu guter Letzt haben wir Quax, der Jugend-Pokémon. Okay. Ich habe mal, als ich mal zum ersten Mal gespielt habe, habe ich einen Krokel genommen. Und das werde ich heute auch machen. Sie sind alles sehr abhänglich. Meins wollen sie gar nicht von meiner Seite weichen? Der Mitte. Nanu? Oh, sie scheint dich sehr interessiert zu finden. Dann bin ich wohl abgeschrieben. Ich wäre ja gerne dabei, während du deinen Pokémon auswählst, aber ich muss mich so langsam zum nächsten Hausbesuch aufmachen. Du findest mich in dem Haus dort drüben. Lass dich ruhig Zeit genügen, über deine Wahl nachzudenken und gib mir Bescheid, wenn du dich entschieden hast. Nun denn, ich empfehle mich. Ach, der Direktor ist so unglaublich höflich und aufmerksam, findest du nicht? Sein Ausdruck noch nicht. Die drei Pokémon sind wirklich Herr Zauberliebst. Wie soll man sich da nur für eines entscheiden? Wie wäre es, wenn du sie auf einem kleinen gemeinsamen Spaziergang mitnimmst und schaust, wie das so läuft? So lernst du die drei vielleicht besser kennen. Ach, bevor du losziehst, habe ich noch ein Geschenk für dich zum Feier der Aufnahme an der Akademie. Du hast ein Smart Rotom. Aha, Smart Rotom wurde in deinem Item verstaut. Das neueste Smartphone-Modell, in dem sich ein Pokémon namens Rotom befindet. Dieses Mobiltelefon ermöglicht die Nutzung allerlei praktischer Apps. Aha, das ist ein nagelneues Smartphone. Ich lese dir mal aus der Bedienungsanleitung vor. Wenn du nichts weißt, wo es lang geht, drücke den Y-Knopf. Anscheinend kannst du damit die Karte aufrufen. Wie praktisch. Pass gut auf dein Handy auf, ja? Jetzt aber los mit dir. Viel Spaß. Dann los geht's. Ja, hier vorne haben wir noch so eine Karte, ne? Hier ist Norden, Osten, Westen und Süden. Okay. Tatsächlich, die kommen hinter mir her. Vor allem der Rote. Und die anderen auch. Boah, Garten sieht nicht schlecht aus. Mit diesen. Mit dem linken Knüppel laufe ich und den rechten Knüppel drehe ich die Kamera, ne? Bewege ich die Kamera. Oh, was ist das denn? Oh, das habe ich ja nicht gefunden am Anfang, ey. Der Trank. Also 20 KP aufgeschrieben. Genauso wie bei Let's Go. Aber schnell laufen kann er nicht wirklich, ne? Oh, ein Brunnen. Okay. Was ist los? Kann ich irgendwie speeden oder sowas?
Ja, das hat er noch ein bisschen später auch noch gesagt. Aber ich bin irgendwie zu langsam. Hier muss irgendwo so ein Ausrufe... Ach, jetzt aber! Ja genau, hier vorne ist hier so ein Ausrufezeichen. Die Macht der Wissenschaft. Die Wissen kennt keine Grenzen. Hilft es Kommunikationsfunktion kann man wohl mit bis zu 3 Freunden gemeinsam spielen. Okay. Da vorne ist auch noch etwas Glitzerndes, ey. Ich hab's alles übersehen am Anfang, ey. Pokéball. Ja. Da vorne ist ja auch noch so einer, den merke ich mir. Und hier ist nichts, okay. Tolles Luxushaus, ne? Ich glaube, die gönnen sich mal schon, ne? Die baden mal. Ein Blümchen riechen, das ist Nini. Und ist Apfel. Ja gut. Nicht Feuer spucken, bitte. Bist du der Trainer dieser Pokémon? Nicht ganz. Noch hat sich Nam nicht für einen der drei entschieden. Auf welchen Pokémon seiner Wahl wohl steht? Hallihallo, Sie kennen uns noch nicht, oder? Hab ich noch mal gehört, aber ich hab's wieder vergessen. Du bist früher hierher gekommen, als ich gedacht hatte. Senior Direktor, sagen Sie, ist das vielleicht... Darf ich Ihnen deine neuen Schüler Nam vorstellen? Hab's mir doch gedacht, du bist in das Haus dort drüben angezogen, stimmt's? Ja, hat es abgeguckt oder was? Frechheit. Es war schon total gespannt darauf, dich endlich kennenzulernen. Oh, ich heiße übrigens Nemila. Okay. Die meiste Zeit wohne ich in der Akademie, aber das hier ist mein Zuhause. Ich jetzt? Also Nachbarn, lass uns doch Freunde sein. Ja, mal lass mal. Ich habe zwar keine Freundin, aber es wird sich bald ändern. Das war die einzige richtige Antwort. Wir kommen sicher super miteinander klar. Emilia ist unsere Schulsprecherin, solltest du wissen. Und nicht nur das. Sie ist außerdem eine äußerst begabte Trainerin, die bereits den Champ-Rang innen hat. Ich liebe Pokémon-Kämpfe über alles. Komm, lass uns direkt loslegen. Ein Kampf hier und jetzt. Nun sei... mit deinem neuen Klassenkammer nicht so ungestüm. Ihr werdet genügend Zeit haben, um euch näher kennenzulernen. Also lasst es langsam angehen. Was? Wir sind in der Klasse? Voll gut, dann können wir ja kämpfen, so viel wir wollen. Nun denn, Nam. Hast du dich entschieden, welches Pokémon dein erster Partner werden soll? Ja. Aber ich kann irgendwie abhauen, oder? Ja. Mensch, dann du musst doch dein Pokémon wählen. Ja, ist gut. Ich wollte nur abhauen. Ja. Geht aber nicht, ne? Das auch von hinten auch noch, das geht ja auch nicht. Aber
Krokel, bitte. Okay. Das ist Krokel, ein Feuer-Pokémon. Wenn es seinen Funken versprüht, gegen sämtliche Pflanzen im Pokémon auf. Du willst das Feuer-Pokémon Krokel? Ja. Steht wie Glumanda. Nochmal. Kroko. Du hast für dich für Krokel entschieden. Möchtest du den Krokel Schmitznamen geben? Uff. Muss nicht. Muss nicht. Hab ich auch zum ersten Mal gemacht. Als ob der in meinen Arm passt. Krass, ich habe einen Papagei so in den Arm genommen. Sowie auch noch einen Wanderfalken und sowas ähnliches. Und auch noch auf dem Kopf. Und auf dem Rücken hat er auch noch so gelegen. Also, beziehungsweise der Papagei. Ne? Krokel scheint dich auch zu mögen, Nam. Es ist dein erstes Pokémon, nicht wahr? Behandle es gut. Mache ich. Und jedes Pokémon benötigt natürlich ein Pokéball. Habe ich auch. Du hast dich also Krokel ausgesucht, was? Als wenn du mich fragst, passt es euch super zu dir. Ich gebe bestimmt eine klasse Team ab. Dr. Kavel, darf ich mir auch eins aussuchen? Hä? Hast du denn bei deiner Aufnahme an der Akademie kein Pokémon bekommen? Genau, habe ich nicht. Damals gab es nämlich andere Pokémon, die ich trainieren wollte. Und wenn ich 2 Namen bei 0 anfängt, möchte ich gleichzeitig mit ihnen ein neues Pokémon trainieren. Oh, das klingt ja nach einer wundervollen Idee. Dann möchte ich sehen, wie du mit einen neuen Anfang startest. Spitze, vielen Dank. Wenn Nam Krokel hat, dann möchte ich das hier. Nett dich kennenzulernen, Philori. Philo. Also gut, jetzt haben wir beide unsere Pokémon. Weißt du, was das heißt? Es ist Zeit für einen Kampf. Ich warte unten am Strand auf dich, also komm vorbei, wenn du bereit bist. Nimila ist Pokémon-Kämpfen beinahe etwas zu sehr zugetan. Ich empfehle dir aber, ihre Herausforderung anzunehmen. Das wird das Band zwischen dir und deinem Pokémon stärken. Kämpfe gegen Nimila. Mach ich später. Kann ich irgendwie sitzen hier? Das ist doch toll, oder? Oh, hey, ich bin hier drüben. Ja, ich weiß ja, aber kann ich da einfach hier runterspringen? What the fuck? Kann ich doch? Okay, normalerweise müsste ich von rechts gehen und hier runterlaufen. Hier so ungefähr. Aber dass ich jetzt hier runtergesprungen bin, das würde ich nie in mein Leben machen. Nie in mein Leben. Ich habe auch früher am Strand da reinzugehen. Ich kann ja gut schwimmen. Kann ich das? Komm schon, das geht doch. Na komm. Du hast es irgendwie aus dem Wasser geschafft. Digga, ist der Depp irgendwie kein Schwimmer oder was? Frechheit. Na egal. Hast du ein Pokémon bei dir? Bist du ein Pokémon-Trainer? Und als Trainer müssen wir unseren Pokémon kämpfen lassen, damit wir stärker werden. Also los, Nam, bist du bereit für den Kampf? Na gut, machen wir es. Jo, darauf habe ich gewartet. Und das Pokémon, das ich als erstes in den Kampf schicke, ist Nimila. Denk daran, für Nam ist das noch alles neu. Es hat noch nie ein Pokémon-Kampf ausgetragen. Ups,
Ich hätte beinahe einfach mein übliches Team eingesetzt. Dann nutze ich das eben als Chance, um meine neuesten Pokémon zum ersten Mal kämpfen zu lassen. Los geht's, Nam. Der Kampf ist das Ziel. Dachte ich mir schon. Dein erster Pokémon-Kampf. Hoffentlich macht es dir genauso Spaß wie mir. Ja, okay. Es ist hier ganz mal normal hier, ne? Kampf, Pokémon, Beutel und Flucht. Und ich habe immer mal Blut angefangen. Bam! Du hast dich wohl vorbereitet. Pokémon sind gegenüber Pflanzen-Pokémon im Vorteil. Das stimmt. Ja, was ist das für ein Depp, ey? Ja, weg mit dir, ey. Auf Wiedersehen. Ja, und Pokémon Nimila besiegt und einen Level aufgestiegen. Oh, du bist echt gut. Ja, für den Anfang schon. Oh, dein erster Kampf und du gewinnst direkt echt starke Leistung. Du bist ganz sicher ein erstklassiger Trainer. Lass uns gleich nochmal kämpfen. Ich will noch andere Strategien ausprobieren. Ich glaube, Nam und Kokel sollten sich erst einmal ausruhen. Oh, tut mir leid, das ist die Aufregung wohl mal wieder mit mir durchgegangen. Bitte entschuldige dich, Nam und Kokel. Nicht schlimm. Nee, danke, Nam. Ihr scheint euch ja schon prächtig zu verstehen, obwohl ihr euch gerade erst kennengelernt habt. Nima, ich verlasse mich darauf, dass du auf dein Wissen als Champ mit deinem Mitschüler hier teilen wirst. Jawohl. Ach, da habe ich noch auch direkt etwas, was du als Pokémon-Neuling wissen musst. Es gibt da eine App, die du unbedingt brauchst. Hast du dein Handy dabei, dann installiere ich sie schnell für dich. Mach mal. Du kannst jetzt auf deinen Smart Otom deinen Pokédex aufrufen. Gut. Der Pokédex registriert automatisch all die Pokémon, die du fängst. Für einen Pokémon-Trainer ist die App ein Muss. Senior Jim, einer der Lehrer aus unserer Akademie, war mir für die Entwicklung verantwortlich. Zu meiner Zeit habe ich noch alles per Hand in unsere Notizbüchern eingetragen. Die Welt ist schon an einige praktischer geworden. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Alles per Hand zu schreiben ist doch viel zu umständlich. Ah, wohl wahr. Doch auch wenn sie die Zeit ändern mögen, der Zauber Pokémon zu begegnen, verblasst nie. So wird auch hier jede einzelne eurer vielen Begegnungen euch dabei helfen, weiter zu wachsen. Es ist zwar eine große Unterfangen, aber ich hoffe, ihr werdet euch den Vervollständigungen eurer Pokédex widmen. Warte mal, ich bin ja kleiner als sie. Eigentlich ist es andersrum, ne? Ich bin ja 1,74 oder 1,73, ne? Naja. Ich bin ja erst sowieso 11 Jahre alt. Nun denn, ich habe noch etwas mit Nimilas Familie zu besprechen. Nimila, du würdest mir etwas großen Gefallen tun, wenn du Nam zum Akademie begleiten könntest. Aber klar doch, überlassen sie das ruhig mir. Dann bedanke ich mich. Wollen wir zwei dann mal aufbrechen? Ja.
Vielleicht sollte ich mich nicht nur ums Kämpfen, sondern auch mal um das Pokédex kümmern. Obwohl wir gerade beim Thema Pokédex sind, du hast noch nie ein wildes Pokémon gefangen, oder? Bei Let's Go schon, ja. Ich zeige dir, wie das funktioniert, bevor wir zur Akademie gehen. Komm mal eben mit. Drückst du den Minus-Knopf, öffnet sich der Pokédex-App. Auf deinem Smartphone, wenn du gerade die Karte-App geöffnet hast, kannst du auch durch Drücken von X-Knopfes zu Pokédex-App wechseln. Na gut. Und außerdem, es ist Video im Jahre 2023. Außerdem. Oh, nicht weit weg ist das. Oh, das ist meine Mutter. Oh, Nam. Du machst dich also jetzt zusammen mit Nimila auf dem Weg zur Akademie, ja? Genau. Machen Sie sich keine Sorgen, ich werde mich gut um ihn kümmern. Wie schön, dass du gleich eine Freundin gefunden hast, mein Schatz. Ich hab keine Freundin, Mensch! Ach, egal. Ich habe eben in der Broschüre der Akademie gelesen, was für eine großartige Person dort lehren. Außerdem scheint es eine Menge nützlicher Einrichtungen zu geben, die du nach Lust und Laune nützen kannst. Nimila steht dich jetzt auch zur Seite, also wird das bestimmt eine tolle Erfahrung für dich. Ab heute beginnt dein Leben an der Akademie. Schau zu, dass du immer regelmäßig isst, ja? Ja, ich hab hier etwas Geld und Verpflege für meinen großen Jungen. Du hast ein Sandwich. Ich esse Brötchen mit Wurst, aber egal. Dieses Gericht besteht aus verschiedenen Belegen, wie Fleisch oder Gemüse, die zwischen zwei Scheiben Brot platziert werden. Mhm. Ach, und die hier nimmst du auch am besten auch noch mit. Drei Tränke. Für den Fall, dass sich dein kleiner Begleiter verletzt. Ja, ich habe einen schon irgendwo gefunden, ne? Dann flässt du jetzt wohl das Nest. Ach, es erwarten dich spannende neue Eindrücke und Bekanntschaften am laufenden Band. Ich wünsche dir nur das Beste und viel Erfolg bei allen. Bei den Dingen, die dir Spaß machen, aber auch bei denen, die dir schwer fallen mögen. Und du kannst natürlich jederzeit nach Hause kommen und dich bei Mama ausruhen. Ja, dann macht euch mal auf den Weg und passt gut auf euch auf. Deine Mutter ist total lieb. Ja. Aber wo waren wir denn nochmal stehen geblieben? Ach richtig, ich wollte dir zeigen, wie man Pokémon fängt. Hier drüber. Als ob sie immer abhaut, ey. Ja. Gut. Hier ist sie. Und da bin ich hier mal vorhin. Also hier beim Autoheilung werden Pokémon automatisch mit Items seiner Beute geeilt. Und ja, genau. Tranktafel, Sprudel. Kuhmumich, das gab es bei Let's Go noch nicht. Okay, dann speichere ich mal. Ja. Gut. Dann sehen wir uns im nächsten Part, wie man Pokémon fängt. Ne? Also dann bleibt dran.